Störgeräusche waren bereits im Vorfeld zu erwarten. Beim Freundschaftsspiel gegen Regionalligist TSV Schott-Mainz verließ Chinas U20-Nationalmannschaft für knapp 30 Minuten den Platz, nachdem Menschenrechtsaktivisten am Spielfeldrand die Flagge Tibet zeigten. Eine Flagge, die in China verboten ist. Ja, wir hatten im Vorfeld ja schon über das Thema Flaggen gesprochen. Das war ja nicht so, dass es eine sonderlich große Überraschung war. Und wir werden jetzt auch im Nachgang nochmal das Gespräch mit der chinesischen Delegation suchen. Es ist nun mal so, wir leben in Deutschland, da gelten bestimmte Gesetze. Dazu gehört die Meinungsfreiheit, die Äußerung der Meinungsfreiheit. Und dazu gehört eben auch das Zeigen einer solchen Flagge. Die Partie gegen Mainz, für Chinas Olympia-Auswahl das erste von 16 Freundschaftsspielen gegen Teams aus der Regionalliga Südwest. Das große Medieninteresse an der Partie der U20, für die Aktivisten eine dankbare Plattform, um auf die Lage in ihrem Land aufmerksam zu machen. Wir wollen eigentlich auf das Problem Tibet aufmerksam machen, dass dort die Chinesen gewaltsam einmarschiert sind vor 60 Jahren unter Mao. Und bis heute mit rigorosen und willkürlichen Maßnahmen die tibetische Urbevölkerung, die schon Jahrtausende da lebt, unter dem Vorwand, es gehört zu Tibet, Tibet gehört zu China, unterdrücken. Dass die Partie weitergehen konnte, war ebenfalls den Aktivisten zu verdanken, die ihre Flaggen selber wieder einrollten. Gastgeber Mainz siegte mit 3:0. Für die Clubs der Regionalliga Südwest sind die Freundschaftsspiele gegen die U20 freiwillig. Drei Vereine verzichten auf eine Partie gegen die Nachwuchsauswahl. Spiele, die für die Regionalligisten in erster Linie finanziell sehr interessant sind. 15.000 Euro Eintrittsprämie gibt es pro Partie. Für Viertligisten eine große Summe, doch auch hier gibt es Grenzen. Ja, muss man jetzt abwarten, wie das ausgeht, aber wenn das jetzt eine politische Veranstaltung wird und das war es eben, dann muss man schon sagen, dass wir da uns schwer tun damit. Und vielleicht dann auch beim nächsten Mal sagen würden, da machen wir nicht mehr mit. Ne? Am nächsten Spieltag gastieren die Chinesen beim FSV Frankfurt. Man kann sich leicht ausrechnen, dass auch in der Main-Metropole das Spiel als Plattform für Proteste genutzt wird. Sei es von Menschenrechtsaktivisten oder als Protest gegen den DFB, der sich mit diesem Freundschaftsspielprojekt wenig Freunde gemacht hat. Der Wunsch nach einer Trennung von Sport und Politik scheint in diesem Kontext fast utopisch